100 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Bei nächster Gelegenheit wenden. Thank you.
Siehst du ihn? Großartig. Bleib da, ich komme gleich. Ja, ein Jaguar E-Type. Warum lässt jemand eine solche Schönheit so lange rumstehen? Komm schon, nehmen wir ihn mit. Ich fahre ihn zum Fuhrpark. Da muss bestimmt etwas Gras aus dem Motor gepustet werden. In 400 Metern links abbiegen. Dein Ziel erreicht.
200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Ziel erreicht. Don't you know that it's coming? That it's coming?
in 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. Bei nächster Gelegenheit wenden. Komm besser her und hol dir deinen Jaguar, sonst gehört er mir. Links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Dein Ziel erreicht.
Toll! Klasse gefahren da draußen! Du hast den Gauntlet absolut dominiert! Ich bin so froh, dass ich 2 Monate damit verbracht habe, ihn zusammenzustellen. Diese Show war es wert. Hallo Fabian. Alex hat gemeint, du hast den Gauntlet hinter dir. Neuer Champion der Dirt-Rennen. Toll gemacht. Aber bevor du zu mir ins Horizon-Büro kommst, tritt dir die Schuhe ab, okay? Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen.
sein Ziel erreicht. Weißt du, als die Flying Scotsmen sagten, habe ich erwartet, dass sie Alex aus einer Kanone schießen. Das hier muss wohl reichen. Thank you.
zum Flying Scotsman. Wir sollten wohl eine Horizon-Direktverbindung einrichten. Ich weiß nur, dass ich zuerst dich anrufe, wenn ich nächstes Mal ein Meeting in Edinburgh habe. Ich habe ein bisschen nachgeforscht. Anscheinend gehörte der einem sehr reichen Typ, der ständig seine Sachen verloren hat. Er fand die Schlüssel zu seinem E-Type nicht mehr. Und anstatt sie zu suchen, stellte er ihn in die Scheune und kaufte sich einen neuen. Irre. Nächster Gelegenheit wenden. Scharf links abbiegen.
abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht.
Unsere Horizon-Scouts reden ununterbrochen von einem verlassenen Klassiker in der Nähe. Hilf mir, ihn zu finden, damit sie endlich Ruhe geben. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. Metern links abbiegen.
einen gefunden. Ach, warum frage ich überhaupt? Bin gleich da. Nun sieh sich das einer an. Endlich einer für mich. Das ist ein Impreza 22B, ein altes Rallye-Prachtstück. Nur eine Handvoll wurde nach Großbritannien importiert. Das ist eine echte Rarität. Los, machen wir ihn wieder fit. Ich bringe ihn zum Fuhrpark, okay? Vielleicht behalte ich ihn sogar selbst. In 200 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Hallo, ich heiße Robert. Deinen Namen brauchst du mir nicht verraten, das hat Joel schon mehrfach getan. Also, ich habe eine Gruppe gleichgesinnter Fahrer auf dem Festival versammelt und gehofft, du könntest weitere begeistern. Wir sind der Drift Club. Wir mögen, das kann man sich wohl denken. Manche mögen Geschwindigkeit, ich interessiere mich eher für Technik. Warum fährst du nicht mal meinen alten Nissan 240 und schaust, was dir besser gefällt? Als erstes musst du dein Fahrzeug anpassen und die Traktionskontrolle ausschalten. Das könnte per Knopfdruck funktionieren, vielleicht brauchst du aber auch eine Zange und Klebeband. Aber es muss sein. Traktion ist der natürliche Feind des Driftens. Die Reifen warm, also lass uns doch weitermachen. Gas geben, einlenken und die Handbremse federn lassen, während du auf dem Gas stehst. Ist eher eine Kunst. Ich lass es dich rausfinden. Dazu braucht man mehr als nur gute Technik. Meine Erklärung übers Driften. Sieh dir einfach das an! Du hast sicher schon bemerkt, dass wir Flaggen auf Straßenabschnitten aufgestellt haben, die sich besonders gut zum Driften eignen. Hier kannst du das Driften üben.
Wir haben uns bei einem Driftclub-Treffen entschlossen, festzuhalten, wie sich unsere Mitglieder auf den Strecken schlagen. Eine Art Spiel, weißt du? Das ist der Subaru BRZ. Das steht quasi für Boxermotor, Rückantrieb und den Zenit der Drift-Technologie. Ich mag Akronyme ganz gerne. Mach doch eine schöne Morgenfahrt. Und wenn du dabei das Heck ausbrechen lassen willst, dann ist mir das nur recht. Dass die Maschine mehr kann. Und du auch. Wird in der Driftclub-Rangliste verewigt, damit neue Fahrer versuchen können, sie zu schlagen. Ich wünschte, sie würden es nicht tun. Ich glaube, Videospiele haben sie so ehrgeizig werden lassen.
Gute Nachrichten. Die Zahl der Mitglieder des Driftclubs wächst stetig weiter dank dir. Ich lasse es dich wissen, sobald ich die Mitgliedskarten und Namensschilder bekomme. Ich möchte, dass wir ein inklusiver Club sind. Man muss ja keine japanische Performance-Maschine besitzen. Eine amerikanische Performance-Maschine tut's auch. Diese Strecke ist ziemlich lang, also musst du dich ordentlich nach vorn und zur Seite bewegen. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. Scharf rechts abbiegen. Kraft ist Masse mal Beschleunigung minus Reibung. Driften ist reine Mathematik, weißt du? Ich mag Mathematik. Manche würden sagen, dass man beim Einlenken ja nur bremsen muss, damit das Heck ausbricht. Dadurch verlagert sich das Gewicht nach vorne, wodurch der Grip steigt und die Hinterreifen weniger belastet sind. Technisch sehr gut, aber ich will Leidenschaft sehen. Komm schon! Scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Sehr schön, sehr schön. Mir gefällt, wie du das Heck kontrollierst. 200 Metern scharf rechts abbiegen. Scharf rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Wirklich einfach aus. Das Heck in Bewegung bringen, ein bisschen beschleunigen, dann lenken. So einfach geht das. Yeah!
Es gibt ein schönes Fleckchen auf dem Weg nach Edinburgh, das der Drift Club ins Auge gefasst hat. Ich finde, du solltest es einweihen und ein bisschen angeben. Was meinst du? Ich habe neue Reifen mit hohem Grip aufgezogen, die Ansprechgeschwindigkeit im Computer getunt und die Federung abgesenkt. Wenn du angeben darfst, darf ich das auch. Ich habe die Route zum alten Zugdepot eingegeben. Ich glaube, du wirst verstehen, was ich meine. Nicht schlecht. Aber muss ich nochmal das Leistungsgewicht erklären? Mach hier oben einen kleinen Schlenker abseits der Straße. Und los geht's. Kein Stress. Mach den Drift Club stolz. Wow. Zeig mir das nochmal. Was auch immer du gemacht hast. Ich bin echt froh, dass Joel dich überzeugt hat, dich uns anzuschließen. Das ist genau das, was wir brauchen. Wenn wir wirklich ernst genommen werden wollen, brauchen wir eine Persönlichkeit, die die Richtung weist. Eine gute. Naja, genug davon. Ich habe mit Kira gesprochen und anscheinend gibt es eine Regel und ich darf diesen Subaru nicht behalten, also solltest du besser herkommen und ihn abholen. Immer weiter aufwärts, wie? Wir machen diesmal einen längeren Drift, um dem Drift Club die Fähigkeiten und technischen Herausforderungen zu zeigen, die für so eine Strecke nötig sind. Ein 98er Silvia Car mit 2,6 Liter Sechszylindermotor und Rocket Bunny Bossbausatz. Da habe ich mich wohl etwas mitreißen lassen, aber dir macht das bestimmt nichts aus. Weißt du noch, als ich von zu viel Leistung gesprochen habe? Das ist zu viel Leistung. Du musst das Gaspedal nicht durchtreten. Pass auf das Heck auf, es kann ausbrechen. Wenn es das tut, hast du zu viel gegeben. Tell me what you...
Stern. Und jetzt möchte ich mehr davon sehen. Jeder möchte Reibung sehen. Natürlich keine echte Reibung, denn die ist eine unsichtbare Kraft. Eine unsichtbare Kraft kann man nicht sehen. Was man allerdings sehen kann, sind Rauchwolken, die von den Reifen aufsteigen, wenn sie bei 250 Grad Fahrenheit anfangen zu brennen. Oder bei 121,11 Grad Celsius, wenn dir das lieber ist. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Wenn wir sie an lange Fahrten gewöhnen, können Mitglieder des Driftclubs überall in Großbritannien die Reifen quietschen lassen. Hast du mal versucht, bergauf zu driften? Das ist schwierig, ich kann es leider nicht. Aber du wirst dem Driftclub zeigen, dass es geht. Und ich weiß auch schon wo. Und mit welchem Wagen. Den habe ich von Jamin geliehen. Netter junger Typ, bisschen impulsiv. Er hat mir die Schlüssel quasi zugeworfen, als ich gesagt habe, dass ich dir den Wagen überlasse. Los geht's. Eine schöne technische Fahrt über unterschiedliche Untergründe. Ich liebe diese Fahrten. Sind die Reifen warm? Also lass uns doch weitermachen. Los geht's. Eine schöne technische Fahrt über unterschiedliche Untergründe. Ich liebe diese Fahrten. Thank you.
dass die Maschine mehr kann. Und du auch. Die Balance ist entscheidend. Lenken und Gegenlenken. Genug Gas für den Powerslide. Genug Bremsleistung, um den Grip aufrechtzuerhalten. Ich sollte diese Weisheiten wirklich irgendwo aufschreiben. Los geht's. Eine schöne technische Fahrt über unterschiedliche Untergründe. Ich liebe diese Fahrten. Sehr gut, aber ich will Leidenschaft sehen. Komm schon! Die Balance ist entscheidend. Lenken und Gegenlenken. Genug Gas für den Powerslide. Genug Bremsleistung, um den Grip aufrechtzuerhalten. Ich sollte diese Weisheiten wirklich irgendwo aufschreiben. Bergauf bekommst du es mit Traktions- und Leistungsverlust zu tun und musst darauf vertrauen, dass das Momentum dich trägt. Aber das berücksichtigst du sicher schon alles. Und jetzt gib mal ordentlich Gas. Schon, wir sind doch alle Freunde. Kein Grund, uns alt aussehen zu lassen. Manche Leute behaupten, dass man Autos mit Hinterradantrieb zum Driften braucht. Das stimmt aber nicht. Einige der größten Befürworter des funktionalen Übersteuerns, also des Driftens, stammen aus der Etappenrallye. Und einige stammen aus der Zeit vor Mr. Takahashi. Yeah.
Kommst du in den Fuhrpark? Die Lotus Elise erstrahlt inzwischen wieder in vollem Glanz. Einige behaupten auch, dass sich nur japanische oder amerikanische Autos zum funktionalen Übersteuern eignen. Auch das stimmt nicht. Hier im Driftclub finden wir an den verschiedensten Orten Driftfahrzeuge. Schweden zum Beispiel. Das ist ein Volvo 242 Turbo Evolution mit einer Anpassung von mir. Ich denke, der sollte mehr als angemessen sein. Du kannst dich auf dem Weg ja noch ein bisschen austoben. Schlecht. Aber muss ich noch mal das Leistungsgewicht erklären? Genau das meine ich. Die Leute denken, Driften sei Kontrollverlust über das Fahrzeug. Aber eigentlich balanciert man Traktionsverlust und Grip genau aus. Damit will ich sagen, dass es ein genau kontrollierter Kontrollverlust ist.
Joel hat mir erzählt, dass überall auf dem Kontinent neue Driftclubs entstehen. Berlin, Paris, Amsterdam. Ich habe die nicht gestartet. Hast du sie gestartet? Soll ich denen den Newsletter schicken? Wie dem auch sei. Hier ist der 1969er Mustang Boss. Ein unglaubliches Fahrzeug. Und das war, bevor ich unter der Motorhaube tüfteln durfte. Diese langen Fahrten auf dem Land sind perfekt dafür geeignet, um den Driftclub überall bekannt zu machen. Fahr doch bitte mal nach Broadway. Mitsu Takahashi angefangen. Er hat das Driften erfunden, weil er alle Rennen gewann und eine Herausforderung gesucht hat. Beim Driften geht es um Unterhaltung, nicht nur um die Technik. Einige Mitglieder unseres Clubs sind ein wenig zu sehr auf die technischen Details fixiert, wenn du mich fragst. Das sehe ich gern. Und jetzt möchte ich mehr davon sehen. Langsam. Jetzt kommt mein Lieblingsabschnitt. Sehr technisch mit vielen engen Kurven. In 400 Metern links abbiegen. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Der Geist von Mr. Takahashi lebt im Horizon Drift Club weiter. Während hingegen der Geist von Robert Glenn mehr als glücklich damit ist, endlos an seinem Motor und der Aufhängung zu basteln. Vielen Dank. Ich möchte dich Larissa vorstellen. Sie ist Vloggerin und will dich unbedingt kennenlernen. Sie hat einen Kanal mit 100.000 Abonnenten, auf dem sie vom Festival berichtet und will berühmte Fahrten aus Videospielen nachstellen. Ich finde, das hört sich ziemlich cool an. Dir scheint deine Fahrt durch Edinburgh gefallen zu haben. Wir sollten das wiederholen. Morgens ist immer wenig Verkehr. Da solltest du die Straßen quasi für dich haben. Und ich möchte dich damit losschicken. Ein RX-7 in der dritten Generation. Zwei Turbolader, Frontmotor und Heckantrieb. Der ist ziemlich gut. Wenn man so etwas mag. Du solltest den Weg kennen.
Aber du kannst natürlich auch das Navi benutzen. Sorry, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Morgens herrscht generell wenig Verkehr. Aber ein Freund von mir sitzt im Stadtrat und hat die Straßen für uns sperren lassen. Verkehr ist daher kein Problem. Sorry, ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Okay, jetzt sind die Reifen warm. Also lass uns doch weitermachen. Edinburgh Drift, wenn ich mir diese Abwandlung eines Filmtitels erlauben darf.
Ich glaube, wir haben es geschafft. Der Drift Club ist in aller Munde. Im Radio wird über uns berichtet und ich höre, dass überall neue Clubs entstehen. Um das zu feiern, habe ich etwas echt Spektakuläres organisiert. Vor uns steht eine Shelby Cobra 427. Meiner Meinung nach bietet kein Wagen ein himmlischeres Fahrgefühl. Dieser Wagen gehört Miss Dawson, die ein Rennsportfreak ist, wenn ich das so frech sagen darf, und eine echte Kennerin britischer Automobile. Und du wirst ihn zum Horizon Festival fahren, in den Driftkreis mitten auf dem Festival. Ich muss schon sagen, ich bin ziemlich neidisch. Dass die Maschine mehr kann. Und du auch. Dazu braucht man mehr als nur gute Technik. Fast da! Oh, reiß dich zusammen, Robert.
ist er. Der Driftkreis. Und die ganze Welt schaut zu. Ich kann kaum atmen. Verdammte Axt. Das war doch mal eine schöne Reise, oder? Und ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass es mir eine Ehre war, dich in Aktion zu erleben. Nach Rücksprache mit den anderen Mitgliedern des Clubs möchten wir dir eine lebenslange Mitgliedschaft im Drift Club anbieten. Gefällt dir der Drift Club? Jetzt verstehe ich auch endlich, warum mich immer dieselben Fahrer wegen Ersatzreifen anrufen. Ich sag dir Bescheid, wenn sich der Club wieder trifft.